Leute, wir haben uns überlegt, wir müssen mit jedem einzelnen Backvideo, was wir weiterhin drehen, was immer Schwierigeres machen. Deswegen backen wir heute die größten Macaron-Kekse der Welt! Wow! Was hast du denn jetzt gemacht, Emmy? Oh. Nein, du hast jetzt alles zerstört. Nein, lass mich. Oh, au! Oh, Scheiße! Na ihr da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es wieder heißt... Backen mit... Kacken. Es hat sich nichts geändert, Emmy. Hallo meine kleinen Quietsche-Pipis da draußen, wir sind vereint. Ich weiß nicht, ob ihr uns noch erkennt. It's Joey and Emmy. Ich sehe halt aus wie eine andere Person. Du siehst halt wirklich aus wie eine Oma ein bisschen. Hä? Warum denn wie eine Oma? Du aussiehst ein bisschen wie eine Oma. Emmy, bitte hör auf, mich auf meine Falten zu reduzieren, nicht, okay? Nicht wegen deinen Falten, wegen deinen Haaren. Ich finde, deine Haare sehen ein bisschen aus wie eine Oma. Hä, ich sehe doch nicht aus... Guck mal, Oma Martin hatte früher dieselbe Frisur. Hör auf! Hä? Ich hätte Locken als Oma. Ich habe einfach nur eine wuschel, coole Topschnittfrisur wie immer. Die hat sich gar nicht verändert. Viel zu kurz. Zu kurz? Zu kurz! Leute, sehe ich aus wie eine Oma? Stimmt jetzt ab. Unter der Telefonnummer 01379 80 80 95 die 9. Also es ist irgendwie schwierig zu erklären, was jetzt hier passiert. Wir sind älter und erwachsen vor allem geworden. Es ist 5 Jahre, unter anderem, nachdem wir Videos gedreht haben. Aber halt auch 2. Das war kein Deutsch. Ja, das ist dumm gewesen. Aber ne? Halt auch 2. Also Leute, wir sind Joey und Emmy. Ihr kennt uns vielleicht noch. Wir sind auf einmal wieder hier auf diesem Kanal zurück, denn wir haben was crazy-mäßiges vor. Und wir haben keine Ahnung, ob es klappt, aber... Es wird mega geil. Leute, wir sind erwachsen geworden. Emily ist 20. Ja, aber wir sind nicht wirklich erwachsen. Aber ich bin 28 und habe schon Falten aber und eine Oma-Frisur. Nicht wirklich erwachsen. Und wir haben vor 5 Jahren ein Video gedreht, in dem wir den größten Macaron-Keks der Welt gebacken haben. Jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, was 5 Jahre später passiert, wenn ihr das gleiche nochmal versucht. Ja. Wird es wieder das absolute Chaos oder wird es wirklich der schönste Macaron-Keks der Welt? Wir werden einfach mal schauen, was passiert. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Mit dem Video. Das war mein Handy. Ja, selbst schuld, du. Oh mein Gott, es ist kein Riss drin. Emir! Ich habe einen Tipp für euch, falls ihr schon Mutter oder Vater seid und euer Kind mal wieder nervt. Damit könnt ihr richtig gut verprügeln, ohne dass ihr in irgendeiner Weise Wunden erzeugt. Guck. Au. Aber guck, keine Wunde. Aua. Aua. Nicht mich. Ja, genau. Ey, tut gar nicht weh. Doch. Au. Mach mal auf die Stirn. Ah! Ja, siehst du? Emmy, das steht nicht auf der Zutatenliste. Doch, auf meiner. Es hat sich wirklich von nichts verändert. Von meinem Bauch. Als erstes brauchen wir gemeine Mandeln, 400 Gramm. Aua! Ich bin mit meinem Ellbogen gegen die Tischkante gekommen. Oh. Vielleicht doch nicht zuschmeißen. Nein, wir schmeißen es uns nicht zu. Als nächstes 480 Gramm Staubzucker. 280 Gramm Eiklar. Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Nicht mit dem Ei einschlagen. 180 Gramm Crystal Zucker. 3 Esslöffel Lebensmittelfarbe. Sollte das eigentlich ein Löffel werden? Ja. Fast. 400 Gramm weiße Schokolade. Nein, wir lassen das. Aua. Ah. Dann brauchen wir noch 120 Gramm Sahne. Und natürlich Deko-Schmetterlinge. Wollen wir einen Schmetterling essen? Oh mein Gott, ich wollte schon immer einen Deko-Schmetterling essen. Warum drehen wir unser Gesicht? Anstatt einfach den Schmetterling. Der schmeckt absolut scheiße. Weißt du noch, was der schmeckt? Nach Pappe. Nach Plastik. Mach mal so. Nee, das ist schon eklig ein bisschen. Komm, Emmy. Das ist wie aus einer Flasche trinken. Nein, das ist überhaupt nicht. Okay, erster Schritt. Für die Macarons zuerst die gemahlenen Mandeln mit dem Staubzucker gut vermischen und dann sehr fein sieben. Als Hausregel gilt mindestens 3-mal durchsieben, also 1-mal reicht. Mindestens 3 mal 7, das sind 21. Das resultierende Pulver. Oh nein. Na, warte, warte. Guck mal, das kommt nicht durch Sieb. Das Ding ist nämlich, hier steht Mandeln gerieben und wir brauchen eigentlich Mandeln gemahlen. Ja, weil Joey nicht das Teure kaufen wollte von Alnatura. Hör doch auf, mich zu exposen. Emmy, das fliegt alles weg. Ja, eigentlich macht man das ja auch nicht im Wind. Ich habe keine Lust mehr zu sieben. Das finde ich total ja, nervig. Ja, 3-mal und das ist noch nicht mal alles. Aber wir durch machen das so, wie die Anleitung es besagt. Aber dann haben wir nicht den größten Macaron-Keks, sondern den vom Wind verwehten Kakaron-Keks. Ja, lass mich in Ruhe. Warum ist die Lehne so hoch? Das ist extrem fein, würde ich behaupten. Ja, das ist recht. Das wird wieder scheiße bestimmt. Wir haben nichts dazu gelernt, Emmy. Okay, Leute, es bleibt genauso, wie es ist. Und da wird sich auch gar nichts... Emmy, wir brauchen... Emmy!
Danach das Eiklar in eine saubere Schüssel geben. Während des Mixens den Kristallzucker zugeben und weiterschlagen, bis der Eichnee schön fest ist. Eichnee. Halt die Fresse. Also wir brauchen 270 Gramm Eiklar. 280 sogar. Warum soll Scheiße, 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 fuck. Ja, egal, ein bisschen Eigelb schadet nicht. Oh, was? Voll viel rein. Ja, aber Emmy, ganz ehrlich, ich wollte nicht riskieren, dass da Gelb drin ist. Nicht. Das ist wirklich gefährlich. Das geht dann am Ende nicht mehr. Ich kenne das. Hör auf. Oh, Mann, nur Eiweiß. Oh, du bist so doof. Was denn? Hör auf. Nein, geh mit deinen ekligen Dreckfingern. Ja, ist jetzt okay. Emmy, auf meine Wunde. Weißt du, wie schlecht der Ei ist? Scheiße, Emmy. Scheiße. Scheiße, Emmy. Ich bin auch voll mit Scheiße. 169. Oha, voll gut. Das reicht total. Nein, wir brauchen 180. Also wir brauchen 270 Gramm Eiklar. 280 sogar. Steif schlagen. Während des Mixens den Kristallzucker zugeben. Vorsicht, Vorsicht. Oh. Wir haben extra gesagt, in eine saubere Schüssel. Ist die nicht sauber? Naja. Boah, wie eklig. Vor allem, das ist die Hundedecke. Wie geht das? Power. Ganz Power. Power. Okay, nothing is happening. Ey. Ja, oh, Emine, ich krieg alles in meinen Schritt. Ich glaube, es ist schon... Ja, ich glaube, es ist... Oh, nein. Nee, das ist nicht steif. Ich glaube, das ist gut. Nein. Nein. Hab ich doch gesagt. Okay, ich glaube, jetzt ist es steif. Nee, es läuft raus. Ja, dann noch ein bisschen. Oh, Emmy, bist du dir sicher? Am Ende schlagen wir es zu steif und dann wird es schlaff. Wirklich, ich glaube, das funktioniert. Das ist doch in allen Dingen im Leben so. Nein. Wenn du zu lange steife Dinge schlägst, werden sie schlaff. Sie hat so ein Technos kommen. Ey, Emmy, du musst es erstmal ausmachen. Hast du schon mal was davon gehört? Oh, es ist steif. Lass mich mal lecken. Okay, also warte, das machen wir jetzt in drei verschiedene Dinger rein, ja? Boah, das sieht schon richtig geil aus. Das ist schön, ja. This is what it looks like. Wow, das ist so schön. Das wird der schönste Macaron-Keks auf der Welt. Nun das Mandelpulver-Staubzucker gemischt. Vorsichtig unterheben. Emmy, nicht, das muss doch fein staubig sein. Du hast es jetzt platt gedrückt. Hast du irgendwie mal das Leben verstanden? Fang! Oh. Emmy! Ach du Scheiße. Sieht ganz toll hingekriegt. Oh, Patsies! Nein. Poppy! Poppy, das ist nicht gut für dich. Okay, also es sind insgesamt 830 durch 3. Oh, ich hasse Rechnen. 8 durch 3. Geht nicht. Das ist nicht möglich. Das sind 276,666. Wie wir da überall drin rummehren mit unseren Ekelhänden, ey. Hast du die vorhin eigentlich gewaschen? Nein. Ja, ich auch nicht. Und jetzt heben wir einfach die Scheiße unter, oder? Ich glaube nicht, dass das was wird, Emmy. Gib mir mal den zweiten Schaber. Wir haben nur noch das. Nein, wir haben noch einen zweiten Schaber. Emmy, wir haben nur noch das. Junge, gib mir jetzt den zweiten Schaber. Ja. Ich mache jetzt das Grüne hier rein und dann haben wir die ganze Scheiße eigentlich auch schon quasi fertig. Quasi Modo, wer ist das irgendwie? Ich glaube, das ist der Glöckner, oder? Ich dachte immer, das ist irgendwie so ein Rapper oder so. Ich glaube, wir hätten gemahlene Mandeln nehmen müssen ohne diese Schale. Stell dir mal vor, am Ende schmeckt unser Macaron-Keks einfach nur nach Schale. Es gibt zwei Bleche, weil wir brauchen ja zwei Böden. Ein Macaron-Keks hat ja oben und unten. Und deswegen müssen wir zwei gleich große... Hä? Jetzt müssen wir den Teig gleichmäßig hier drauf verteilen. Mhm. Alle drei. Das ist wichtig. Ich verstehe halt nicht, was du vorhast, Emmy. Na, wir machen jetzt einen Kreis damit. Da steht nicht da, wie dick das sein muss. Ja, sonst ist das ja nur so. Aber so ein großer Keks muss ja auch eine bestimmte Dicke haben, damit der dann auch hält. Ja. Wir sollten es nicht zu klein machen. Mhm. Aua! So groß wird unser Macaron-Keks. Ich hab's mir auch anders vorgestellt. Au! Das war's passiert. Nein, du hast deine Hand drauf geschmissen. Ich hab nur so gemacht. Also guck mal hier, man kann so Kackwürstchen machen. Der geile Galaxy-Keks. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Oh, das wäre so traurig, wenn der dann so zerfällt, ne? Wie die damals. Oh Mann. Guck mal, wie hart das ist. Och nein, scheiße. Das Gute ist, Leute, wir haben uns wirklich nicht angeguckt, wie dieses Video damals verlaufen ist. Das heißt, wir können gar nicht hier irgendwie in irgendeine Richtung das jetzt besser machen oder so. Wir hatten auf jeden Fall einen, der aussah wie ein Smart-Auto. Echt? Ja. Toll, Emmy, das sieht jetzt aus wie so ein Smart-Auto. Kennst du die? Guck, hier ist der Fahrer. Das passt, oder? Ja, voll. Und es sieht auch richtig geil aus von der Ferne. Und wenn es gebacken ist, sieht es bestimmt auch nochmal cooler aus. Die Macarons ca. 40 bis 45 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen. So lange erstmal stehen lassen? I don't really think that this is something we really have to do though. Like, actually we could just put it in the oven and like see what comes out of it. Das Ding ist, wir müssen ja eh noch die Ganache zubereiten. Wir brauchen eine Herdplatte.
Emmy, und jetzt geht sie bestimmt nicht mehr. Ja. Oha, sie knistert. Oh Gott, Emmy, warum knistert die so? Oh, nicht, dass die gleich explodiert. Es wäre so unnötig, wenn dieses Teil jetzt explodiert. Für den nächsten Schritt müssen wir die Füllung machen. Dafür brauchen wir ein Wasserbad. Dann haben wir hier so einen dreckigen Topf. Irgendwie Schimmel drin oder so, ne? Und das hast du aus unserem Küchenschrank rausgenommen. Zubereitung der Ganache. Die Schokolade, keine Kuvertüre. Hä, warum sollte man keine Kuvertüre nehmen? Was für eine Scheiße. Na, egal. Boah, Emmy, ich hasse uns. Vorsichtig im Wasserbad oder der Mikrowelle schmelzen und den erhitzten Schlagobers untermischen. Also 200 Gramm weiße Schokolade kommt für unsere Füllung jetzt da rein. Die Frage ist jetzt halt wirklich, müssen wir die Sahne auch vorher erhitzen? Man kann es auch einfach da rein machen. Dann erhitzt sich's ja auch. Ah, Emmy, wenn du das richtig verrühren würdest, dann würde das auch mal schmecken. So, ich verrühre es doch. Das heißt? Das ist so unnötig. Beim Backen entstehen so viele geile Sachen, die eigentlich besser sind als das Ergebnis. Ja. Vielleicht ist es auch schlecht, wenn dir so kalt reinkommt, weil das dann so bröckelt. Guck mal, es bröckelt. Oh nein! Wird's Kuchen? Nein, nicht wegen der Schlagsahne, oder, Emmy? Oh mein Gott, das vermischt sich auch irgendwie nicht, ne? Fuck. Das war's, Emmy. Kann das sein, dass es wirklich nur an der Temperatur liegt? Es wird ganz klar Kuchen. Oh nein! Oh, das ist uns halt auch schon mal passiert, ne? Ja, und was machen wir jetzt? Komm, wir müssen es erhitzen. Aber wo drin? Nein, nicht! Um Gottes Willen, oder? Das schmilzt doch, das Plastik, oder? Oh Gott, ich hol mal eine Schüssel. Ja, hol mal schnell eine Schüssel. Emmy, schnell! Ich weiß nicht, wie lange das noch funktioniert. Emmy, nein, das können wir doch nicht machen. Hier ist doch voll viel Scheiß drin. Mach's schnell sauber. Mach's schnell sauber. Oh Gott. Oh Gott, es ist Kuchen. Mann. Aber Emmy, muss es vielleicht auch so kuchenmäßig werden? Ich weiß es doch alles nicht. Lass es nicht mal kosten. Warum wird das zu Kuchen? Das ist halt auch kein Kuchen. Wir haben es noch nie verstanden. Ich werde das in meinem ganzen Leben nicht physikalisch verstehen, warum Schokolade auf einmal Kuchen wird, wenn Wasser drankommt. Das ist einfach dumm. Vor allem warum? Guck mal, die schreiben jeden Scheißschritt richtig auf. Warum schreiben sie nicht hin, einfach mal bitte auch die Schlagobers erwärmen? Haben sie doch. Nee, die haben geschrieben, erwärmte Schlagobers dazugeben. Ja, hätten sie doch auch extra Schritt machen können, erwärmen. Dann hätte es auch, wäre es jedem klar gewesen. Ja, dann hätten wir doch gesagt, na, müssen wir die erwärmen. Ah, stimmt halt auch wieder. Haben wir doch gesagt. Ja gut, wir haben ja hier eine Schüssel, wir können die auch einfach schnell erwärmen. Was? Ja. Und dann haben wir es ist jetzt aber schon warm. Die Frage ist, wie warm? Könnte ich wenigstens irgendwie sagen, schon echt heiß oder so, dass man noch trinken kann? Mann, aber die können doch nicht riskieren, dass wir Kuchen machen. Guck mal, wenn die Gefahr besteht, dass wenn man es kalt reinmacht, dass dann Kuchen entsteht, dann müssen die schreiben, es muss schon echt heiß sein, damit kein Kuchen entsteht. Das kann man doch mit dazu schreiben. Vorher, als würden die so schreiben, damit kein Kuchen entsteht. Ja, komm, das ist jetzt erhitzt. Bevor hier alles im Bach runtergeht, machen wir jetzt das hier und gib's jetzt rein. Wir haben halt auch keine Backup-Sahne. Und wir haben auch keine Backup. Vielleicht schon. Ich will nicht mehr. Es hat sich nichts verändert in 6 Jahren, Emmy. Nichts. Gar nichts. Hier. Ihh, doch nicht diesen räudigen Drecklappen, Emmy. Geh weg. Mama hat gestern noch das Geschirr abgehört. Ihh, warum macht die Geschirr mit dem Ding? Ich hasse es, dass wir an einem Hang drehen. Es rutscht alles runter hier. Hey, warum ist es denn jetzt auf einmal kein Kuchen mehr? Oh. Okay, so we just decided to color our ganache in blue. Okay. Oh, scheiße, es ist grün. Wir müssen ja eigentlich nur das Gelb von der Ganache wegkriegen. Aber Gelb wird neutralisiert durch Blau. Ja, dann müsste es ja jetzt eigentlich blau werden. Ja. Ey, wir haben ja Abitur hingekriegt, ey. Okay, das muss jetzt in den Kühlschrank und jetzt können wir backen, oder? Hey, Emmy, wir haben es geschafft, geil. Wir haben es wirklich richtig damn lange gebacken. Aber ich habe halt keinen Plan, ob es schon reicht. Ich weiß nicht, ob wir einfach noch warten sollten. Das Problem ist halt auch, wir haben unsere Ganache in die Tiefkühltruhe getan, damit sie schneller abkühlt. Ich sag mal so, der Löffel bewegt sich da keinen Zentimeter raus. Okay. Oha, ich glaube, das wird richtig schön hier. Oha. Es ist einfach der absolute Galaxy Space. Oh, Leute, schaut mal. Umdrehen. Oh, das sieht sogar noch schöner aus, glaube ich. Aber Emmy, jetzt ordentlich. Das muss ja so eine richtig dicke Schicht werden. Das haben wir doch nicht ansatzweise so gut hinbekommen, als wir das erste Mal gemacht haben, nein, oder? Nein. So, jetzt einfach drauf und das war dann unser Macaron. Some people call it Macaron. We call it blue piece of shit. Naja, hier haben wir wenigstens genug Füllung. Okay, bist du ready? Wow. Wow. Es sieht einfach überhaupt gar nicht aus wie ein Macaron-Keks, oder? Wo sind die Schmetterlinge? Schnell, hol sie! Guck mal hier. Boah, Emmy, das ist zu hässlich.
Wir müssen den jetzt aber in die Hand nehmen ohne Brettchen, ne? Warte, du musst ein bisschen weiter zu mir. Scheiße. Oh, scheiße, Emmy, mach runter, 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 runter. Oh nein. Oh, Emmy. Ja, was kann ich denn dafür? Ja, wir hätten das, glaube ich, nicht machen sollen mit dem Thumbnail. Oh, das zerbricht, oder? Ja, komm, lass einfach machen jetzt. Joy. Wir mussten halt gerade ein Thumbnail machen mit dem Teil. Wir hätten es nicht machen sollen, weil jetzt ist es kaputt. Aber dafür können wir es jetzt endlich probieren. Ja. Warum ist so viel Gras hier auf dem Tisch? Ja, vom Baum, glaube ich. Heck. Wie du so ein Haar von dir mit isst. Ist vielleicht noch nicht ganz durch, oder? Ohne Spaß. Es schmeckt nach Schale. Besser als beim ersten Mal ist es, glaube ich, nicht. Aber total vielseitig anders. Falls euch das gefallen hat und vor allem, falls euch gefallen hat, dass wir ein altes Video nach Jahren nochmal versuchen nachzumachen und zu gucken, wie stellen wir uns jetzt an, dann zeigt dem Video das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Schreibt uns ein nettes Kommentärchen, da würden wir uns freuen. Und ich halte jetzt das Fresschen. Tschüss.